BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Nachtfahrt, so heißt der Debütthriller der Autorin, Redakteurin und Horrorschauspielerin Annika Strauss, der am 17. September erscheint. Einigen von Ihnen kommt der Name vielleicht bekannt vor, denn Strauss hat auch viele Jahre die Nachrichten von BB1 geschrieben und moderiert. In ihrem Psychothriller geht es um die Aufklärung eines tödlichen Familiengeheimnisses. Dabei nimmt sie ihre Leser nicht nur mit auf eine Nachtfahrt, sondern auch auf eine Jagd gegen die Zeit. Hier im Osiander in Reutlingen hat am Montagvormittag die Autorin Annika Strauss eine Signierstunde für ihr neues Buch Nachtfahrt gegeben. Der Name bezieht sich auf eine Nachtfahrt, die Fahrschüler im Rahmen ihres Führerscheins absolvieren müssen. Allgemein spielt im Thriller die Fahrschulthematik eine bedeutsame Rolle. In dem Buch Nachtfahrt geht es um eine junge Fahrlehrerin, Katharina Holten heißt die, die nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann. Und zwar nach einer traumatischen Nachtfahrt fühlt sie sich dazu nicht mehr in der Lage, zieht dann auch um, zieht von Reutlingen weg, zieht nach Berlin. Und dann stirbt ihr Vater bei einem tragischen Motorradunfall und sie kehrt zurück und muss sich dann aber nicht nur um die Fahrschule ihres Vaters kümmern, sondern auch um ihre Nichte Ronja, die als Waise bei ihrem Vater gelebt hat. Im weiteren Verlauf verschwindet Ronja allerdings spurlos. Wenn Protagonistin Katharina nicht herausfindet, was das alles mit der Geschichte ihrer Familie zu tun hat, droht ihre Nichte der Tod. Die Idee, ein Buch über eine Fahrlehrerin zu schreiben, hatte Strauss schon lange. Sie ist nämlich selbst mit einem Fahrlehrer verheiratet. Ich fand es auch ganz witzig, mein Mann meinte am Anfang, es wäre doch total langweilig, über eine Fahrlehrerin oder einen Fahrlehrer zu schreiben. Und ich meine, nein, also wenn man mal überlegt, als Fahrlehrer, wie viele fremde Personen ins Auto steigen und wie viel Zeit man auf engem Raum verbringt, also da können doch wahnsinnig viele spannende Sachen passieren. Das Besondere am Buch, die Handlung spielt in Reutlingen und Umgebung. Orte wie zum Beispiel Münsingen oder die Seeburger Steige werden zu relevanten Schauplätzen. Und es gibt sogar zwei Kapitel, die sind zum Teil auf Schwäbisch. Und das war für mich gar nicht so einfach, weil ich tatsächlich, also wie schreibt man denn Schwäbisch? Also das ist ja so irgendwie auch so ein bisschen eine Gefühlssache. Und da hat mir Gott sei Dank unser Reutlinger Comedian Dodo Kay geholfen und hat mir da unter die Arme gegriffen. Die ersten Fans des Buchs nutzten die Signierstunde, um mit Strauss ins Gespräch zu kommen. Viele von ihnen freuen sich schon darauf, endlich ins Buch eintauchen zu können. Auch treue Unterstützer der Autorin waren vor Ort. Wir haben sie immer wieder beobachtet und begleitet, was sie so macht. Vom Regionalfernsehen, dann zum Südwestrundfunk. Und sie war ja an anderen Büchern, an anderen Projekten auch schon beteiligt. Freue ich mich drauf. Ja, und wie gesagt, am Ende sind wir einfach stolz, schon im Voraus. Mhm. Sie hat es verdient. Sie ist einfach ganz, ganz tolle. Ich habe die Annika gefragt, ob es mittags lesen soll, dass der Mittagsschlaf gefährdet ist oder abends, dass die Nacht gefährdet. Sie sagte doch lieber Nacht, aber die Kapitel seien nicht so lang. Und es wird sicher eine spannende Geschichte, ich freue mich drauf. Was ich jetzt auch so schön gleich von Anfang an finde von dem Buch, dass es die Kapitel so klein sind, so kurz geschrieben sind. Da kann man dann wirklich, wenn man aufhört zu lesen, weil man gezwungen ist, dadurch, dass man eingeschlafen ist, muss man nicht so viel wieder zurücklesen, um am nächsten Tag wieder den Vater zu finden. Für alle weiteren Interessierten gibt es am 4. November um 19.30 Uhr, ebenfalls im Osiander Reutlingen, eine Lesung von Annika Strauss. Weitere Veranstaltungen sind in Planung. Das Buch, das im Aufbau Verlag erscheint, kann ab dem 17. September im Buchhandel und online gekauft werden. Nachtfahrt ist außerdem als E-Book und Hörbuch verfügbar. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Dont soll den Wahlkreis Reutlingen auch weiterhin in Berlin vertreten. Das steht seit Freitag fest. Bei der Nominierungskür in Römerstein betonte Dont, dass man nicht nur sagen müsse, was die Ampel falsch macht, man müsse auch sagen, was die CDU besser mache. Dabei nannte er unter anderem die Themen Wohlstand und Entbürokratisierung. Die Diskussion darüber, wie wir den Wohlstand verteilen, die muss zur Vergangenheit gehören. Es muss endlich wieder darum gehen, zu fragen, wie wir diesen Wohlstand erwirtschaften. Und dazu brauchen wir nicht jedes Detail regeln. Am Freitag stimmten 120 Personen für den gebürtigen Metzinger. Bei nur drei Gegenstimmen ergibt das eine Mehrheit von 97,5% pro Dont. Und soweit die BW1-Nachrichten für heute.